die kleinen Kinderfüße hier in dem Ding drin. Das ist auch witzig. Da war Kinderfüße und Hände in dem Wasser. Wo ist Daniel? Daniel? Oh. wir sind schon bei... Attacke! Attacke! Nein, 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 nein! Daniel, kannst du deine Axt in der Werkbank des Schmiedes reparieren? Mhm. Ich glaube, das leg sie rein, ich mach das halt. Willst du rein? Wer hat mein Zelt hier vorne wieder hingestellt? Warst du das, Chris? Ja. Okay. Ah, die links da kannst du auch nicht treffen, das war nicht immer gut. Nee. Ah. Aber die andere habe ich jetzt repariert. Nein, ich gesehen. Pass hin. Ich frage mich echt, was man mit diesen komischen Köpfen da macht, mit den Steinnasenköpfen. Wie viele? Ist Neo da? Neo? Neo? Schläft er? Schnarcht er? Dani, steh die Quetsche hier hin, ja? Schau mal. Du links neben dir. Ist okay? Achso, das ist ja Flüssigkeit zu passen. Matschi Matschi. Also die Rute mal hinkriegen. Warum hast du keine Hute an? Stört dich das? Nee, es war nur so aufgefallen. So. Also Fisch plus Zeit, also ist gleich Öl. Und ein Schild raus anscheinend, der gibt nichts, so wie das aussieht. Aber rotes Schild aus müsste eigentlich rote Farbe geben. Eigentlich ja, das hätte ich mir auch gedacht. Oder musst du, warte, haben wir noch so eine leere Glasflasche irgendwo? Ich glaube nicht. Oh. Ich, achso, ja. Nee, das ist quasi fair. Nee, sorry. Ah, warte mal. Ich glaube, wir haben doch noch genug Glas irgendwo, oder? Könnt ihr Sachen produzieren? Oh ja, Glasflasche. Warte. Kriegst du hier rein? Ich muss mich mal kurz einmal ausloggen und wieder einloggen. Ich habe das Gefühl, dass ich nichts produzieren kann. Sozusagen, dass in der rote Farbe drin ist, oder? Warum geht denn das so nicht voran hier bei mir? Was denn? Ich kann irgendwie nichts produzieren. Was meinst du? Ich habe mich jetzt schon eingeloggt und wieder ausgeloggt, aber irgendwie kann ich nichts herstellen. Ich habe mir den Bogen gekauft. Bei welcher Werkbank? Oder generell? Bei meiner Werkbank eines Schmieds. Schmied, wo ist die? Ja. Ist die da? Ich muss oben auf Play drücken, ne? Oder was willst du herstellen? Hä, aber ich hatte nicht ausgestellt. Die geht automatisch aus, wenn es durch ist. Jede Werkbank geht automatisch aus. Okay, krass, habe ich noch nicht vorher gewusst. Oh, okay. Höchst interessant.
Ihr könnt auch diese Babys sammeln und in den Stampfer machen. Ach, die verrotten in da drinnen und dann verstampfen die Leichen. Monster. Wir hatten noch irgendwo noch eine Leiche hier, oder? Ja, Jaguar hat Arme. Wollen wir dann losgehen? Ja, Jaguar hat Arme in die Klasse. Was ist los, Neo? Ja. Da kriegst du auch nur Knochen und Blut raus wahrscheinlich. Ja, du kriegst immer nur Knochen und Blut raus. Ich musste nach dem Klogang noch kämpfen. Wie? Mit dem Stinker. Achso. Die hatte richtig Bock. Ich dachte, du musst es kacken. Oh, und Haus ist auch da. Echt? Okay. Seid ihr ready langsam, oder? Ja, also ich wäre rein theoretisch ready. Was für Waffen benutzt ihr? Sag mal an Neo, kannst du, oder hast du besser gesagt, so ein meisterhaftes Waffenreparatur-Kit? Nein, so ein Ding habe ich gar nicht. Weil ich habe eine legendäre Pike, vielleicht will die eine benutzen. Pike ist nicht so. Ich habe auch so eine legendäre Axt, die würde ich halt gerne reparieren, aber das kann ich halt nicht. Because I am too low. Hello. Hab ich das gelernt hatte ich. Wo stelle ich die her? Legendäres Waffenreparatur. Wo hast du das gesehen, Daniel? Und welche Werkbank mache ich die? Was? Das Kind oder was? Ja. Ah, beim Kesselficker. Kesselficker, okay, warte. Kesselficker! Und die habe ich leider nicht gelernt. Waffenschmied, Meister oder was? Ich weiß jetzt nicht genau, wo das bei Wissen drin ist, aber ich glaube, wenn du dieses meisterhafte Ding hast, kannst du diese legendären Waffen reparieren. Also bei mir ist Kesselflicker Lehrling zum Beispiel bei Überleben mit dran, ganz am ersten Ding, bei Grundsteine. Kostet 2. Ich runterscroll, ja, wahrscheinlich muss ich das lernen, um das andere zu lernen, warte mal. Ja, das ist. Ja, also es ist so, es ist bereit zu überleben. Überleben. Und dann relativ unten weiter unten Kesselficker-Lehrlinge und dann Kesselficker-Meister. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich hab nicht genug Punkte. Na toll, Neo. Wir haben alle Hoffnung in dich gesetzt. Perfekt. Ja, mir fehlen 2 Punkte. Oha, aber kriegst du ja vielleicht jetzt, wenn wir jetzt. Nein, ich krieg keine Punkte mehr. Ach, du kriegst gar keine Punkte mehr? Ist irgendwann Schluss? Ja, wenn du Max-Level bist, kriegst du keine Punkte mehr. Ja, aber man kann ja dann theoretisch man kann noch mehr Punkte kriegen. Aber das ist, glaube ich, irgendwo in der verdammten Stadt der Verdammten. In der verdammten Stadt der Verdammten Stadt der sogar. Verdammten. Also in der verdammte Stadt der Verdammten. Dekorative Kriegsbemalung. Das habe ich doch vorhin schon erzählt mit dem Pinsel. Dass ihr euch selber anmalen könnt. Aber kannst du. Da sieht man mal die Aufmerksamkeitsspanne von Chris. So. Wann hast du das gesagt? Ja, bestimmt schon vor 2 Stunden. Zu 18? 17, 18 Uhr? Ja, mindestens. Lasst uns aufbrechen. Ja. Ja. Also Essen. Ich nehme schon auf. Haltet euch zurück mit eurer Wortwahl. Okay, deswegen habe ich gefragt. Was hatte ich denn ganz unten drin? Warum habe ich denn ganz unten?
Mein Seil und mein Schlegel sollte ich auch mitnehmen, wa? Und vielleicht Sachen, um die Sachen zu reparieren? Ja. Mich interessiert das Fleisch, was wir aus unserer Dings rauskriegen, aus unserem Altar, das einen Buff gibt. Ich esse mal eins. Werte. Okay, wenn wir das Fleisch aus unserem Altar nehmen, was wir gebraten haben, ne? Dann kriegen wir plus 40 Gesundheit und Ausdauer um 14 erhöht. Ausdauer sogar auch erhöht? Ja, Gesundheit plus 40, Ausdauer plus 14. Ich habe jetzt Färber gelernt, Daniel. Ja, das solltest du doch, das ist dein Job, dass du das lernst. Das ist dein Job, ja. Jetzt kann ich auch die Rüstungmalung herstellen. Wo hast du das gelernt? Bei Rüstung. Ah ja, hier unten. Mal. Also ich wäre auch bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich habe auch eine Matte gebaut. Ich habe, glaube ich, meine ganzen Waffen auch repariert. Also ein Bett. Das habe ich auch gemacht. Aus denen kann man doch auch Haut gewinnen, ne? Das hier. Zack. Katzenfell. Du kannst theoretisch aus allem Haut gewinnen. Außer Chitin. Ja, dann produziere ich das jetzt, wenn ich weg bin. Okay, und wir gehen dann Richtung Schwarze Galeone, ne? Habt ihr gesagt? Genau. Ja. Also mit dem Hintergrund, dass wir halt da wieder ein bisschen Leute töten. Vielleicht noch ein paar Sklaven. Wenn wir da einen Magier finden. Dann fesseln wir den und nehmen den mit zu dem bewusstlosen Magier, zu der Karawane. Und wir bräuchten eine Köche. Ja, Koch brauche ich auch und ich brauche nochmal einen Gerber. Ich bin nur scharf auf Tänzer. Warum die richtigen Tänzer. Warum willst du nur Tänzer? Das andere besorge ich hier alles. Okay. Aber ich habe hier noch keinen Tänzer gesehen, da unten in dem Dorf. Unten in dem Dorf links? Doch, hab ich meine Tänzerin her. Die hier. Ja. Die zamoranische Tänzerin. Die hier, guck mal, wie schick die aussieht. Die tanzt gar nicht. Ja, weil ich sie hinsetzen hab lassen. Die hab ich daher. Von hier unten links. Die saß am Feuer, am Lagerfeuer rechts saß die. Ich will kurz das testen, ja? Nee, die nimmst du nicht mit. Ich will ihn nicht mitnehmen, ich will nur kurz das gucken. Oh, die ist okay. Das ist aber meine. Ja, ich wollte nur gucken. Es ist meine! Ganz allein meine. Ja, komm, ich bin vorhin zweimal durch das Dorf durch, aber... Ja, es ist random, was da spawnt und wer da spawnt. Ich lüge nicht. Nein, ich lüge gar nicht. Ach siehst du, jetzt weiß ich noch, was ich bauen wollte. Wo ist denn dieses Rüstungs? Schmieden ist obwohl Rüstung habe ich doch schon. Hab ich doch hier schon gebaut, ja. Wenn ich so eine Maske hier haben will für sie. Ah, da brauche ich auch die leichte Polsterung. Oh, krass, okay. Ja, da brauchst du das normale Leder für. Wow, das sieht ja schick aus. Das kambujanische Schamanenhelm. Der hat so Hörner dran. Da bin ich ja scharf drauf. Oh, das kostet auch 10 Hörner. Und eine mittlere Polsterung. Mittlere Polsterung? Ja. Leder und Zwirn, das geht ja eigentlich noch. Ach, Chris hat sich so einen schweren Helm gemacht hier. Den Wikinger-Helm. Ja, aber ansonsten habe ich, glaube ich, alles bei, was ich jetzt brauche für die Reise. Reise, Reise, Seemannreise. Lalalalalalala. Naja, dann würde ich sagen, da gehen wir dann noch zur Galeone, gucken mal, was wir da noch bekommen.
Und dann können wir ja langsam Schaden an die Masen machen. Schluss machen. Wie Schaden am Hasen? Was macht ihr denn da schon wieder? Oh, okay. Ein Boxjack. Okay. Ich werde es nur erwischen, ne? Achso, mein Bauhammer brauche ich nicht mitnehmen. Wohl, ein Trick wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ich habe übrigens noch einen Schmelzer Level 1, ne? Falls ihr noch jemanden braucht. Den habe ich bei mir hier noch rumstehen. Den könnte ich abgeben, falls den jemand braucht. Oha, Daniel, du siehst ja gut aus. Ich glaube, ich brauche einen Schmied, bin mir nicht sicher. Oha, richtig sexy. Warum zeigst du da hin? Ich finde nur deine Schuhe ein bisschen lustig. Die sehen so aus wie vom kleinen Muck. Ja, tatsächlich. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen. Habt ihr auch als Reise? Bei mir ist noch, ich muss einen Angriff blocken, ich muss ja, ein Objekt auch färben und das Relikt des Abgrunds zerstören. Wo ist denn der Abgrund? Wo der Abgrund ist. Das Relikt des Abgrunds. Oder ist das das mit dem Remnant gewesen, was wir mal als Quest hatten, wo wir dann irgendwie hier hinten hätten hin müssen? Weil ich hatte das ja nur auf Englisch damals. Aber ich bin hier. Ist hier oben eigentlich bei 10? Was denn? Bei 10 E und F, ist das eigentlich auch noch eine Stadt da oben drin? Ja, das ist Neu-Asgard. Ach, das ist Neu-Asgard? Ja. Nicht das Rote hier, die Handelsstadt. Nein, nein, das ist die Stadt der Verdammten. Ah. Aber da gibt's doch bestimmt überall Verderbnis. Also, in der Stadt der Verdammten ist ein Teil so und ein Teil so. Ah. Ein Teil sind Händler und ein Teil ist Gegner. Jetzt leg dich doch da nicht hin, Daniel. Das ist doch nicht fertig. War angenehm. Ah, ich bin mir da nicht sicher, wie ich das bauen will. Was macht denn der Chris jetzt? Ach so, und ich müsste mal Schwefel irgendwo abbauen. Weil ich hab... Wie, frag mal dann. Ja, wollen wir noch zu so einer Schwefelhöhle gehen, Leo? Du weißt doch, wo die ist, die eine Spinnenhöhle. Dann kann man auch Schwefel ein bisschen holen. Krokodilhöhle meinst du, ja. Ja, das war da noch. In der Spinnenhöhle ist auch viel. Ja, oder wir gehen in die Krokodilshöhle. Die Spinnenhöhle müsste auch dichter sein, die Eingang des Henkers. Das ist Eingang des Henkers. Oder ist dichter. Wir können auch hier unten noch zu der Höhle gehen, ne? Die hier bei uns ist, hier unten, bei 7i. Ne, J. Da können wir auch hingehen. Weißt ach, die immer das immerwache Auge, ja. Wie das immerwache? Du hast da eine. Ich hab da noch gar nichts. Ja, doch, wenn du da vorbeiläufst oder fast drin warst, dann wirst du entdeckt. Ja, ich hab ja da sogar den Typen hier rausgezogen. Den hier, den Sobek-Jünger. Und ich hab's nicht freigeschalten. Ja, okay, dann warst du dicht noch dran, ja. Na, können wir vorher hingehen, ja. Mal gucken, wie stark was da drin ist und wie stark die sind. Und ob der Schwefel drin ist. So, dann gehen wir da als erstes hin. Ihr habt doch alle Sachen bei zum Reparieren und so, ne? Heiltränke, ja. Essen. Dann warten wir eigentlich nur noch auf Chris und dann können wir losgehen. Jetzt,
musst du aber jetzt nicht noch deine Rüstung. Nee, ich wollte noch gucken, wo der noch da ist, ich komme. Okay. Ich wollte schon sagen, willst du jetzt noch deine Rüstung einfärben, oder? Nee, ich hab hier so was fuck viel. Alter! Echt viel, ne? Der schießt einfach mit dem Pfeil auf mich! Du blöde Sau! Kletter. Alter, du siehst echt aus wie der Black Panther, wenn du da beim Dach hochkletterst. Also ich habe jetzt nämlich Teile der Rüstung grau eingefärbt. Und wenn ich das alles machen würde in schwarz und das goldene lassen würde, dann schaut es wirklich aus wie der Black Panther. Ja, mega geil. Das sieht echt schick aus, Daniel, wirklich. Das steht dir wirklich sehr gut. Vor allem, es betont so schön deine Augen. Schick, ja. Aber ein bisschen rosa fehlt mir so an den Füßen. Wakanda Forever! Ja, warte, ich will auch Wakanda Forever machen. Wakanda Forever! Yeah. Oh, ich hab Drohfaust gemacht, das wollte ich gar nicht. Okay, lasst mal los. Ihr habt alle was zu trinken bei, was zum Reparieren, die Waffen sind alle repariert. Ah, trinken, ja. Trinken, essen, habt da Tränke bei. Ja, immer. Okay. Dann auf in den Kampf. Auf in den Kampf. Die Hexe wartet schon. Siegesgewiss. Klappert ihr Gebiss. Ja, Chris, du kannst ja theoretisch nachher noch Sachen einfärben, wenn wir wieder zurückkommen. Da vorne ist ja übrigens auch noch Metall, sehe ich gerade. Voll viel, da ja auch. Da, wo ihr so eine Brücke gebaut habt. Ja, warum glaubst du, haben wir da eine Brücke gebaut? Ach so, ihr kleinen Füchse, ihr. Wir sind runtergelaufen. Wo bist du denn? Wartet mal, dann warten wir auf Chris, dass wir zusammenlaufen. Wir sind jetzt, du siehst uns auf der Karte. Da oben sind wir. Ah, ihr seid nach rechts gegangen. Aha. Eigentlich müsste ich mal mich auch so schminken wie meine Lady hier. Das würde bestimmt cool aussehen. Dass ich mir auch so eine. Genau, dass ich so einen Lippenstift einmal hier so. Und dann halt hier so über die Augen. Das würde bestimmt cool aussehen. Was so ein Cosplay und rosane, dunkelrote Haare. Jetzt müsste auch Chris bei uns sein, ne? Sind wir jetzt alle zusammen? Hallo? Seid ihr unten beim Flügel oder seid ihr oben? Ist da unten. Ist es dein Ernst? Wo hast du dich denn? Warum bist du zum Kreuzweg gegangen? Bist du gerade ein bisschen verwirrt? Ja. Wartet mal, kommt mal mit. Wir müssen bei der Wüste an die Grenze. Da oben ist er doch. Hä, du bist mir ganz woanders angezeigt. Ja, runter, runter, runter. Hä, guck mal, mir wird Chris hier unten angezeigt. Kann es sein, dass du nicht das da bist? Das dauert ein bisschen mit der Karte. Ach so, okay. Hallo. Na los. Hallo. Du bist ein richtig dummer Wikinger, ey. Töten. Du bist Neo? Ich stehe hier, auf dem Hügel. Ach so. Okay, Hügel ist es nicht, aber... An der Höhle schon, oder was? Ja, da vorne ist die Höhle. Was denkst du? Okay, da ist die Höhle. Attacke! Ich hätte gerne ein Horn zum Blasen, dass man so unterwegs ist. Ja, wollt ihr aber gleich schon gucken, was da für Leute... Also da sind ja wahrscheinlich nur Kämpfer drin jetzt hier vorne, oder? Ja, nehmen wir die mit oder was machen wir mit denen? Nein, die töten wir. Ich hab mir schon eine Stufe 4. Ich pack mal kurz mit. Schade, dass man von denen die Klamotten nicht bekommen hat. Ich wollte unbedingt so eine Klamotte von denen haben. Von den Jüngern. Weil meiner sah dann auch ganz normal aus. Alter, wie stark die sind. Der hat eine Kerze. Der hat eine Kerze, die will ich haben. Achso, ihr müsst die dann zerhacken mit eurem Ritualbike, ne? Weil. Ja.
Schön, ja nett. Kann ich ja gar nicht durchgehen, Alter. The gods are watching. Okay, ihr baut die dann ab, ja? Vorne sind wir zwei. Ja, lauf mal nicht so schnell rein. Lass mal. Ich glaub dir nicht, ich stehe hier vorne. Hier vorne, den habt ihr auch schon, den hier? Warte, ich hab jetzt unbeflecktes Menschenfleisch bekommen. Habt ihr den hier? Habt ihr den hier hinten? Komm. Der hier liegt? Wow, um mich. Nicht rausrennen, nicht rausrennen. Ja, nicht rausrennen, weil sonst kann man nicht Alter, meine haben schon jetzt ein Drittel wieder weg von der Haltbarkeit. Oh, ich finde die Brühe ist ja riesig. Ja, und hier sind echt viele Leute. Das ist wieder Stufe 4. Kommt noch ein zweiter, Neo. Kommt noch ein zweiter. Noch ein dritter auch noch. Walde. Ja, das war. Das waren jetzt alles nur Kämpfer, oder? Natürlich kannst du die. Hier ist er. Der hat Pfeile bei, ja, das brauchen wir nicht unbedingt, oder? Halt ihr euch erst? Da hätten stehen auch wieder drei. Wen schießt du? Du hast Schwelle. Ey, krass, ich muss jetzt schon meine Dolche reparieren. Das geht ja übelst schnell. Die so stark sind. Hast du etwa. Kann es sein, dass deine Dolche ziemlich leicht sind? Leicht? Na, dass es einfache Dolche sind oder keine Stahldolche sind? Eisenpolgnatz. Ja, Stahldolche. Oh, aber wir warten, oder? Okay. Muss ich mal gucken, hab ich noch nicht. Eine ist hier 4. Wir holen die wieder hierher, ja? Ja. Alter, einer von euch boxt die mal richtig doll um. Geht's gut?
einer schießt halt die ganze Zeit mit Pfeilen, die Level 4er. Alter. Ja. Okay.